Mit Radio hören Geld verdienen? Das hört sich zu gut an, um wahr zu sein. Aber es ist wahr. Denn wenn der Antenne Promi Cashman anruft, sollte man unbedingt die richtige Antwort parat haben. Bei der Antenne Salzburg ist wieder der Promi Cashman los. Aber dieser Cashman ist alles andere als manly. Promi Cashwoman, Gitta Sachs, auch bekannt als Playmate des Jahrhunderts, ruft jetzt bei den Antenne Salzburgern an, um ihnen eine Frage zu stellen. Ja, hallo, hier spricht die Gitta Sachs. Hallo, welchen Radiosender hören Sie denn? Richtig, da haben wir ja schon mal 100 Euro gewonnen. Die Antenne zu hören zahlt sich sprichwörtlich aus, denn nur bei der Antenne gibt's Cash fürs Radio hören. Unsere Promis rufen an, fragen, welchen Radiosender unsere Hörer hören. Bei Antenne Salzburg gibt's 100 Euro, 10 Euro für jede gehörte Stunde vom Vortag, also insgesamt maximal 220 Euro. Kleiner Tipp von meiner Seite, Gewinnchance erhöhen auf unserer Homepage auf antennesalzburg.at. Gitta Sachs freut sich darüber, die Glücksfee der Antenne Salzburger sein zu dürfen. Promi Cash Woman zu sein, macht ihr sichtlich Spaß. Es sind genau 190 Euro. Super, oder? Ja, es war sehr, sehr lustig. Also sehr abwechslungsreich. Und was sehr auffallend war, dass manche gar nicht fassen konnten, dass ich anrufe. Also es war wirklich sehr lustig, wie die Leute teilweise reagiert haben. Und eine Dame zum Beispiel hat gesagt, oh, jetzt habe ich 220 Euro gewonnen, aber mich freut es noch viel mehr, dass ich mit der Frau Sack sprechen kann. Also das war schon sehr süß. Wenn das vom Playboy gekürte Playmate des Jahrhunderts durch die Redaktion spaziert, da kommt so mancher Antennemoderator in Wallung. Es löst so bei unseren Antenne Salzburg-Moderatoren doch ein paar Frühlingsgefühle aus, muss man dazu sagen. Ja. Gerade mal, weil sie auch im Dschungelcamp von RTL gewesen ist, ja, hat man ja ein bisschen mehr von ihr auch gesehen. Ja. Und vor allem, weil sie dort auch preisgegeben hat, dass sie einen Partner sucht. Ja, also, dass die Gitta Sachs da ist, quasi aus dem Dschungel in den Dschungel, da freuen wir uns sehr. Und ja, sie ist eine sehr hübsche Frau und wir freuen uns natürlich alle, ganz besonders die männlichen Redakteure. Das ist natürlich ein besonderer Tag heute für uns. Ja. Aber auch die Gitta Sachs freut sich, wenn sie die Antenne besuchen kann. Ich habe schon gesagt, am liebsten würde ich gleich hier mit anfangen, weil es macht wirklich sehr viel Spaß hier. Super Team und es gefällt mir sehr gut. Weiter geht's jedoch bei der Gitta nicht mit einer Radio-, sondern einer Fotokarriere. Nichts Neues? Doch, denn künftig will sie auch hinter der Kamera arbeiten. Bei der Antenne dürfte sie dennoch das eine oder andere Mal zu hören sein.